Und jetzt du. Kretsches WM-Tagebuch wird präsentiert von St. Abel, dein Schutzpatron zum Anziehen. Willkommen zu Kretsches Tagebuch. Heute haben wir bei uns zu Gast den Deutschen, der in diesem Turnier am weitesten gekommen ist, nämlich den Trainer der polnischen Nationalmannschaft, Michael Biegler. Biegel, schön, dass du Zeit gefunden hast, auch nach dieser, ja, wie soll ich sagen, bitteren Halbfinalniederlage von gestern. Trotzdem ist es schon mal Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen, Resümee. Wie bist du persönlich zufrieden mit dem Abschneiden deiner Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft? Also, du bist ja relativ schwer gestartet, da gab es schon Kritik in deinem Land und dann hinten mal richtig durchgestartet mit 2 Siegen gegen Schweden. Und wen hast du noch ausgeschaltet? Die Kroaten. Sag also mal deine Meinung. Mal sehr gerne nehme ich mir die Zeit, bei dir sowieso, das weißt du. Du hast auch einen ganz wesentlichen Punkt schon gesagt, der mit Sicherheit in der Gesamtreflexion dieser Weltmeisterschaft für mich einen ganz großen Stellenwert haben wird. Wir haben es wieder nicht geschafft, vernünftig ins Turnier zu starten. Wir haben es wieder nicht geschafft, im ersten Spiel auch nur annähernd unser wahres Leistungsvermögen abzurufen. Wir haben es wieder nicht geschafft, Basics auf die Platte zu bringen, die unbedingt vonnöten sind, weil wir alles ja auch immer im Hinblick EM 2016 betreiben. Mit dem Endresultat, dass wir hier im Halbfinale stehen und ob wir das gestern nur gewinnen oder verlieren, das ist jetzt nicht nur meine ganz große Baustelle außer der persönlichen Enttäuschung, aber das ist schon der richtige Step. Ich habe der Mannschaft weit in der Vorbereitung erklärt, dass viele Punkte reifen müssen in einem Prozess einer Mannschaft. Viele funktionieren sehr gut. Dieser schlechte Start ist einer, der überhaupt nicht funktioniert, über den ich mir leidlich Gedanken mache. Ich werde auch mit dem Präsidenten darüber reden müssen, weil ich es anscheinend nicht hinkriege, sie beim ersten Spiel dahin zu bekommen, das wirklich auf die Platte zu bringen. Ich kann es auch nicht sagen, woran es liegt, weil wir haben viele Umstellungen vorgenommen. Es ist nur ein wesentliches Profil, da ich denke, bei einer EM hat man nur diese Vierergruppe. Und wenn wir da so rein stolpern würden nächstes Jahr in Polen, dann hätten wir aber direkt ein ganz großes Problem an der Backe. Ich weiß auch nicht, wo wir es aufarbeiten sollen, denn außer Friendly Tournaments haben wir jetzt nichts mehr, wo wir es trainieren könnten. Ich habe viel auf diese WM gesetzt, das ist vollkommen in die Buchs gegangen. Meine Mannschaft hat danach gewohnt die Reaktion gezeigt, auch gewohnt nach Ansprachen, die dann folgen, in die richtige Richtung. Nochmal mit dem Endresultat. Wir haben vorher gesagt, man kann, von uns wird das Halbfinale 16 erwartet. Ich glaube, ein Spieler muss Erfahrungen da gemacht haben, was da alles auf ihn zukommt, auf was er sich fokussieren muss, was er wegtun muss, auch in der Länge des Turnieres. Auf die waren wir perfekt vorbereitet. Ich finde meine Mannschaft athletisch in einem Top-Zustand. Sie konnte auch gestern noch zulegen, es hat nicht gereicht, okay. Aber sie kann immer noch zulegen. Wir haben das Achtelfinale, Viertelfinale gewinnen können, weil die Mannschaft ab der 50. mit Sicherheit mehr Körner hatte als der Gegner. Alles gut. Ich finde uns auch in bestimmten taktischen Sachen sehr gut. Ich finde uns sehr gut aufgestellt, was die 16er EM angeht, mit dem Umgehen von Drucksituationen. Wir haben schon im Sommer gegen Deutschland in den beiden Playoffs mit 5 und 4 Toren zurückgelegen und haben die Situation repariert bekommen. Wir haben hier gegen die Russen das Spiel eigentlich 50 Minuten gar keinen Zugriff auf das Spiel gehabt, biegen das. Wir lagen gegen Kroatien nach 52 Minuten zurück, gewinnen die Partie. Die Mannschaft kann das perfekt. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Aber dieses Starten, das kriegen wir immer nicht hin. Und darüber mache ich mir wirklich leidlich Gedanken mit dem Endresultat. Ich glaube, also wer da jetzt dran rummäkelt, das kann keiner. Ich durfte jahrelang unter dir spielen und jahrelang auch mit dir zusammenarbeiten. Habe dich deswegen auch sehr nah verfolgen können. Deswegen weiß ich, was du für ein akribischer Arbeiter bist. Jetzt sag mir mal, als du den Job bei den Polen angefangen hast, welche Stellschrauben hast du da am Anfang verändert? Wo hast du die Schwächen gesehen und wo siehst du jetzt die Verbesserung im Laufe der letzten Jahre? Ja? Erstmal habe ich einen sehr, sehr großen Respekt vor dem, was die Polen ja an sich als Handballnation geleistet haben. Da war ja außer der Silbermedaille in Deutschland, die ich ja nur auch live auch in der Halle verfolgt habe, das Endspiel, dann auch nochmal 9 eine Bronzemedaille.
Dann nochmal eine Platzierung 4 bei einer EM in Innsbruck, 2010. Da muss man einfach sagen, dass natürlich große Persönlichkeiten verloren gegangen sind, einfach aufgrund der Altersstruktur. Und jetzt ist die Lage einfach so, das habe ich so analysiert, dass wir die Spielweise mit wirklich zwei großen Individualisten auf jeder Position, sich den Kader so zusammenzustellen, nicht mehr leisten können. Das heißt, es geht über mehr Mannschaftlichkeit, es geht über ein paar Parameter, die in der polnischen Liga überhaupt nicht abgerufen werden müssen. Die funktioniert so. Also Kielce kann diese Dinge, logischerweise, weil sie Champions League spielen. Potz kann sie auch. Aber die anderen Mannschaften haben fast kaum ein Rückzugverhalten, was adäquat wäre, um international bestehen zu können. Die meisten haben aber kein Deckungsverhalten, um adäquat international bestehen zu können. Da geht es über sehr viel Individualität und dann ist man traurig, wenn man mal 32, 33 verloren hat. Dann überlegt man, warum denn der eine nicht vom Innenpfosten reingegangen ist. Man kommt seltener dazu, mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht hätte auch mit 29 gewinnen können. Ich sehe uns da auf dem richtigen Weg. Wir können sehr, sehr gut decken. Wir können Spiele über die Deckung und Rückzugverhalten plus Torhüterverhalten mittlerweile gewinnen. Da bewegen wir uns wirklich auf internationalem Standard. Da sind wir sehr nah rangerobbt. Ich glaube, da werden auch die Meisterschaften entschieden. Ich sehe uns auch auf dem Weg, wie wir große Events vorbereiten in der Athletik, auf dem wirklichen Top-Niveau. Das ist aber sowieso mein Faible. Ich weiß, wo meine Schwächen sind und meine Stärken sind. Ich bin Trainingsmethodiker und nicht der große Taktik-Fuchs oder wie immer ihr dazu sagt. Nicht zu vergessen deine Stärken in der Rhetorik. Habe ich selber oft genug erlebt, wie du eine Mannschaft einstellst, wie du mit ihr sprichst, auch vor dem Spiel, wie du sie heiß machst. Das ist ja auch eine der großen Stärken von dir. Keine Ahnung, das wirkt ja bei dem einen und beim anderen wieder nicht. Also ich glaube, das kann ja jeder individuell entscheiden. Aber gut, beim Polen scheint es zu wirken. Ganz nett, dass du so sagst. Nur, das ist so das, was ich an Basis habe. Ich verändere ja die Liga nicht. Und es ist müßig. Ich werde als Deutscher keine Diskussion über die Liga in Polen führen. Also das maße ich mir auch einfach nicht an. Das macht man nicht. Und in deinem Einstiegssatz, war ja eine Sache, das ist ja nicht meine Nation. Ich arbeite für die Nation sehr gerne, muss ich wirklich sagen. Ich finde den Präsidenten fantastisch, ein sehr integrer, großer Sportsmann, der auch das NOK leitet und auch im IOC eine wichtige Funktion hat. Mit sehr viel Respekt mache ich die Arbeit, aber ich weiß ja schon, welchen Personalausweis ich habe. Da bringst du mich gleich zu dem Thema, warum hat jemand wie du anscheinend einen größeren Respekt in Polen bzw. retrospektive im Ausland als im eigenen Land? Also ich werde schon sehr schön angeschossen in Polen. Da sind ein paar Leute, die auch ganz gerne den Job machen würden. Das kann ich jetzt nie so sagen, das ist aber auch normal. Also ich glaube, ein Job in der Funktion ist einfach so gelagert. Und über die andere Sache weiß ich nichts. Das interessiert mich auch nicht wirklich. Wir beide selber hatten eine gemeinsame Tätigkeit, die ich sofort wieder blind eingehen würde mit dir, weil sie mich einfach als Trainer fordert, weil du ein Mensch bist, der mich schon als junger Spieler gefordert hat, im Training immer besser zu werden, als sportlicher Leiter nochmal. Aber du weißt, dass wir eine Station zusammen hatten, die war nicht so dolle dann zum Schluss, die war leidlich. Danach ist mir nochmal ein ganz dickes Surprise passiert. Da habe ich nicht wirklich eine Erklärung, aber wenn ich nochmal drüber nachdenken sollte. Groß-Waldstadt? Ja, da weiß ich ja so gar nichts von. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich schön aufgepasst habe, dass mein Mädel zu Hause gut geht und viele Dinge runtergeschluckt habe, die ich vor ein paar Jahren nicht so hätte im Raum stehen lassen. Aber gut, nach solchen Erlebnissen, keine Ahnung, genießt man vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ist auch egal. Nicht wichtig. Zum Privaten kommen wir später noch. Würde ich gerne mit dir über Deutschland reden, über die WM reden, auch über dein Privates nochmal reden, kurz drauf eingehen. Aber um nochmal auf Polen zurückzukommen, man hat das Gefühl, du bist als polnischer Nationaltrainer sehr respektiert, vor allen Dingen auch international hört man viel Gutes. Man hat das Gefühl, du auch selbst identifizierst dich natürlich mit der Rolle und bekommst auch gerade jetzt nach dem Erfolg des Halbfinaleinzugs einen großen Respekt. Euer großes Ziel ist natürlich die EM im eigenen Land. Was wird da von dir erwartet aus polnischer Sicht und was können wir erwarten von einer Europameisterschaft in Polen?
Also erstmal, ja, ich sehe das genauso. Wir hatten diesen gemeinsamen Tag in Frankfurt in dem Stadion mit den ganz großen internationalen Spielern, die du mit eingeladen hast und mit Frank Buschmann bei dem Vorspiel. Und da habe ich schon gemerkt, Mensch, die achten wirklich darauf, was gerade in Polen passiert. Das stimmt, aber das ist ein Kompliment für die Mannschaft. Das sehe ich so, das hat mit mir nichts zu tun. Das Zweite ist, das ist sehr schwammig. Die Stimmen sind jetzt schon wieder laut, dass ich gestern diese Fehler gemacht habe, dass die Partie in Katar verloren gegangen ist. Also da ist immer Bewegung drin, mal gucken, wozu das führt. Ich glaube, was man erwarten kann, das wird eine total begeisterte EM sein. Also mir läuft immer kalten Rücken runter. Leider haben wir gar nicht so viele Heimspiele. Ich habe jetzt schon wieder weit über 50 Länderspiele für Polen, aber ganz wenige zu Hause absolviert. Aber die sind ein ganz besonderes Feeling. Also wenn eine komplette Halle mit über 10.000 die Nationalhymne a cappella singt, da muss kein, die wird nur angespielt, dann macht die Halle alleine. Ich habe Spielertypen dabei, wo ich weiß, dass die zu Hause dann noch mal einen Tacken besser spielen, als wenn wir uns sonst wo bewegen, mit noch mehr Inbrunst, mit noch mehr Nationalstolz. Das ist schon etwas, was ich sehr respektvoll sehe. Und für alle, ja, die nach Polen kommen oder auch für die Europäer an sich, die da alle sich qualifizieren wollen, werden tolle Hallen, tolle Atmosphären. Ich bin mir sicher, dass die Föderation es schaffen wird, nicht nur die polnischen Spiele vor vollen Hallen stattfinden zu lassen, sondern weil die Handballbegeisterung einfach sehr groß ist. Es sind tolle Städte dabei, das muss man auch mal sagen. Da wird noch ein Ambiente drumherum sein. Du selber warst überrascht, als du uns besucht hast bei den Quali-Spielen in Danzig, ja. Wie toll da so die eine Stadt und die Nebenstadt dann auch noch sind. Mit Krakau und Breslau sind wunderschöne Städte dabei. Über Danzig brauchen wir gar nicht zu reden. Tschetschen ist, glaube ich, auch noch mit dabei, wenn die Deutschen sich qualifizieren würden, wurde gestern gesagt. Angeblich baut man dort eine neue Halle, die soll dann fertig sein und es soll wohl dann der Ort der Deutschen werden, theoretisch, wenn wir uns qualifizieren. Also die müssten eigentlich, also da müsstest du neueste Tendenzen kennen. Also vorgestellt ist Wrocław, das ist das Breslau und das ist dann auch die Nähe, was die Deutschen gut erreichen könnten. Die Danziger Stettin wäre natürlich jetzt, oder Szczecina wäre natürlich, ja, höre ich aber jetzt zum ersten Mal. Aber trotzdem, jetzt fällt vielleicht ein bisschen Katowice ab als Stadt, aber nicht als Halle und okay. Als Ambiente. Ich denke, ein Riesenevent. Mit Leuten, die Handball verstehen, die Handball begeistert sind, volle Hallen und aber auch mit dem nötigen Background und Wissen um die Sportart. Okay, jetzt wohnst du noch in Deutschland, Biegel. Du hast einen nahen Draht zur hiesigen Handballszene bei uns. Du hast die Deutschen auch bei diesem Turnier verfolgt. Erzähl mir mal, was du aus einer Sicht als Außenstehender und trotzdem jemand, der in den Internas auch zu Hause ist, viel liest, viel darüber hört, über die Entwicklung unserer Nationalmannschaft, sagen wir mal im letzten halben Jahr denkst und speziell auch bei diesem Turnier? Also das ist immer ganz, da kennst du mich auch genau, das ist ganz schwierig. Also ich habe eine Funktion und als polnischer Nationaltrainer steht mir da eine Beurteilung gar nicht zu. Ich habe auch nur mal über meine Befindlichkeiten vor einiger Zeit im Fernsehen gesprochen, über meine und die meiner Mannschaft und ich habe überhaupt niemanden angegriffen und schon ist ein großer Shitstorm da in Kraft getreten und ich habe eine persönliche Anhörung vom Präsidenten der IRF erhalten. Du redest über das Interview für die, Wildcard Wildcard-Geschichte. Aber ich habe gar nichts Negatives. Warum sollte ich etwas Negatives sagen? Ich kann keine Stellung zu beziehen und möchte das auch nicht über den Wandel, den Wechsel. Das sind Dinge, die mir gar nicht zustehen. Also das macht man auch nicht. Natürlich bin ich Deutscher, aber ich habe diese Funktion. Vielleicht kann man mal darüber reden, wenn ich die Funktion nicht mehr habe. Ich finde, dass die Deutschen eine tolle Vorrunde gespielt haben. Ich war allerdings nicht so überrascht. Wir waren einfach, ich will das jetzt nicht schmälern, aber ich habe dann den Fokus bei mir gehabt, bei meiner Mannschaft. Wir waren einfach sehr, sehr schlecht. Wir haben viele Dinge nicht abgerufen. Ich habe mich wieder wahnsinnig geärgert, aber die Gründe habe ich ja schon geschildert. Sie haben aber weiter auch Dänemark einen Punkt abgeknöpft, haben die anderen Aufgaben erledigt.
haben alles so ein Niveau. Sie schlagen die Russen mit einem Tor wie wir auch, ja, die sehr, sehr viel gekämpft haben. Sie tun sich genauso lange schwer gegen die Argentinier. Ich habe im Vorfeld gesagt, das ist so eine enge Gruppe. Dann fand ich natürlich, sind sie den Weg gegangen und haben maximal aus der Gruppenphase was mitgenommen. Haben ein relativ leichtes Achtelfinale gehabt. Wir haben davor darüber gesprochen, ich habe gesagt, wenn uns Fehler passieren in der Gruppenphase, dann müssen wir schwierige und größere Gegner einfach im Achtelfinale oder Viertelfinale spielen. Also da war natürlich dann vielleicht vermeintlich leichtes Achtelfinale dabei. Dann ist das ausgekommen gegen Katar, das war bei mir gestern auch da. Ja. Haben Sie Spieler oder Nominierungen überrascht in dieser deutschen Mannschaft? Also während des Turniers sowohl als auch im Vorhinein? Naja, ich sag das mal aus meiner Sicht, ich überrasche ja auch Leute mit Nominierungen. Also wir haben immer so eine Philosophie, wir Trainer legen Wert auf irgendwelche Konstellationen. Manchmal braucht man ein bisschen, um dazu begreifen, wo ein Trainer hin will. Ich muss erstmal jedem Trainer, weil ich weiß zwar, dass ich die Zeit nicht bekomme, aber ich hätte sie eigentlich als Trainer gerne. Man bekommt sie nicht wirklich in dem Geschäft, aber eigentlich müsste man dem Trainer mal zugestehen, einen etwas längeren Zeitraum zu haben, bis dann auch viele, viele verstanden haben, warum der und nicht der. Ich errege ja auch so viel Aufsehen manchmal mit meinen Nominierungen in Polen. Ja, da kommen auch Diskussionen, warum denn nicht der und warum der und der hat aber 12 Tore. Wir hatten jetzt auf der Linksaußenposition wieder die Diskussion, Krajewski oder Guminski. Ja, keiner hat verstanden, warum ich jetzt Krajewski mitgenommen habe. Das bleibt nicht aus und die Kollegen wissen alle zu gut, was sie da tun. Sie verantworten auch die Ergebnisse, genauso wie ich auch. Und dann sollte man uns einfach auch ein bisschen erstmal werkeln lassen. Also ich sag mal, bei uns ist ja eine sehr positive Grundstimmung erst recht nach dieser Vorrunde, die Deutschen gespielt haben, weil sie auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Handball gespielt haben, wie ich finde. Sicherlich auch immer abhängig vom Gegner. Trotz allem waren wir sehr positiv angetan. Die letzten beiden Niederlagen haben das ein bisschen getrübt. Dieses Gesamtbild, hoffentlich heute noch im Spiel gegen Slowenien, machen wir diesen 7. Platz noch fest. Ich kann natürlich auch verstehen, und dafür bist du auch bekannt, dass du dich primär auf deine Mannschaft konzentrierst und selten andere Kollegen kritisierst bzw. über sie urteilst. Das ist prinzipiell auch menschlich völlig korrekt. Das Einzige, was im letzten Jahr für Unruhe gesorgt hat, und da weiß ich halt auch aus verschiedenen Gesprächen mit dir, dass du teilweise a. falsch zitiert wurdest oder b. das ganze Interview ja auch nie ausgestrahlt wurde, waren deine Äußerungen zur Wildcard-Vergabe der Deutschen. Wer hat da falsch gespielt oder wo wurdest du da falsch zitiert? Das war jetzt einfach nur eine Unterlassung. Also es gibt noch einen zweiten Satz in dem Interview, wo ich nochmal explizit danach gefragt werde, ob es sich um Gerüchte handelt oder Fakten. Herr Hanning hat in dem gleichen Interview an der Stelle vom 23. November ja auch gesagt, bei ihm wären Gerüchte eingetrudelt. Das Datum ist nicht das gleiche, das differiert um ein paar Tage, sodass er quasi nicht vor dem Spiel liegt, vor dem Rückspiel, sondern erst danach. Aber das maß ich mir auch nicht an, dazu beurteilen. Ich habe ein paar andere internationale Kollegen getroffen, die auch schon Richtung 12. oder 13. unterwegs waren. Aber nochmal, ich habe an der Stelle betont und bewusst gesagt, Gerüchte mehr nicht, immer mehr verdichtete Gerüchte, aber so, dass ich wirklich tatsächlich, und das war ja die Stellungnahme, ich habe ja niemand behauptet, irgendjemand habe etwas gewusst und das wäre schon definitiv klar gewesen. Aber die Gerüchtelage war so massiv, dass ich im Vorfeld und nicht aus motivationalen Gründen, sondern weil ich einfach erwartet habe, voller ausverkaufte Magdeburger Halle, wenn da so ein bisschen mehr Sicherheit drin ist, dann kommt vielleicht irgendwas, was ein Spieler sonst nicht tun würde, ist ein bisschen mutiger. Darauf muss ich meine Mannschaft vorbereiten. Und darüber wollte ich reden, weil ich glaube, das darf man dann auch tun, über die eigene Situation zu sprechen. Aber das ist natürlich völlig nach hinten losgegangen. Da war ich da auch einfach wieder mal zu naiv und zu ehrlich, kann sein. Nun hast du ja die Qualifikation erfolgreich hinter dich gebracht, sehr bekannt.
Wie findest du denn das allgemein, dass Deutschland eine Wildcard bekommen hat? Im gleichen Interview, also erstmal wart ihr ja so freundlich und habt mich um eine Stellungnahme an dem Abend schon gebeten, als die Auslosung war, am 26. Januar. Da hat Herr Götz moderiert, in der Halbzeitpause hat er mir ein paar Fragen gestellt. Frau Sattler hat mich freundlicherweise eingeladen, ein paar Sachen in Leipzig zur Auslosung zu sagen. Und wenn man sich das anguckt, dann stand da, glaube ich, oder habe ich deutlich gesagt, ich finde einfach schade, ich habe es am Tage der Auslosung, auch eine Woche später, als sehr schade empfunden, weil Deutschland und Polen eben zwei Nationen sind, die zu einer WM gehören. Davon rücke ich überhaupt nicht ab, bin es nie. Und dass auch noch beide Mannschaften einen großen Support an Start bringen. Und das fand ich sehr bedenklich für die IAF, weil ihnen einfach eine Mannschaft fehlt, die supported wird, die Zuschauer mitbringt, die Handballwissen mit in einen Austragungsort bringt. Und da war von vornherein klar, da bleibt einer auf der Strecke. Das habe ich nicht für gut heißen können. Habe als fast einer der wenigen, aber auch auf die Partie Ungarn-Slowenien verwiesen, die von dem Stellenwert des Handballs und von den Qualifikationen, die sie einfach erreicht haben und den Ergebnissen, auch eigentlich ein Auslosungsdesaster war. Und davon bin ich auch nicht abgerückt, als wir dann die Spiele gespielt hatten. Wir haben uns sehr bemüht, diese Spiele zu gewinnen. Wir brauchten unbedingt diesen Baustein Katar. Man muss einfach bedenken, dass ich keine gescheiten Spiele in der zweiten Hälfte 2014 haben konnte. Leistungsvergleiche, die die Mannschaft weiterbringen, und auch keine mehr haben werde im ersten Halbjahr 15 jetzt, weil wir als Ausrichter schon für die EM qualifiziert sind und gar keine Quali-Spiele spielen dürfen. Aber eine WM in Katar als Baustein zu sehen, Beagle, du hast morgen die Chance, eine Medaille zu gewinnen. Also das ist dann nicht mehr nur ein Baustein, sondern das ist eine WM, wo du eine Chance auf Medaille hast. Ist doch okay. Du kannst mich doch auch fragen, so, was ist denn jetzt im Hier und Jetzt? Dann wollen wir Bronze holen. Ich gucke immer auf zwei Straßen gleichzeitig. Ich bin in dem Hier und Jetzt und trotzdem bin ich in einem anderen. Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz große Anstrengungen unternommen im Sommer, diese Qualifikation zu wuppen, und die war nicht einfach. Wir waren nicht vollständig in der Personalie. Das Heimspiel im ersten Spiel war eher das Rückspiel. Auswärts sprach gegen uns. Da waren viele Dinge, die sehr schwierig waren. Wir haben sie gestemmt und waren da erstmal glücklich über den Baustein. Jetzt bin ich hier und spiele morgen Bronze. Herr Kretschmer, Sie haben vollkommen recht, dass wir ganz gerne eine Medaille mitnehmen. Dann lass uns über das Hier und Jetzt reden. WM in Katar. Jetzt wird ganz, ganz viel in Deutschland diskutiert, Schiedsrichter und so weiter und so fort, WM, Austragungsort, gekaufte Spiele, was weiß ich. Mit welchen Gefühlen bist du hierher gefahren nach Katar? Und jetzt bist du ja schon seit 2,5 Wochen hier. Was denkst du jetzt über diese Weltmeisterschaft in Katar? Muss man sicherlich differenziert betrachten, Bedingungen, Möglichkeiten und so weiter und so fort. Wie würdest du das bis zum jetzigen Zeitpunkt einschätzen, diese Weltmeisterschaft hierher zu geben? In den Katar, was ja nun wirklich kein Land ist, wo Handball in der Tradition großgeschrieben wurde. Das ist richtig. Auch da kann ich das Gleiche sagen wie am 23.11. in der ARD, auch nicht ausgestrahlt, aber gerne für euch nochmal. Für uns exklusiv jetzt natürlich. Ja, eigentlich exklusiv dann, wenn du es ausstrahlst. Das hier wird nicht geschnitten. Es geht eins zu eins, geht es raus. Nicht verraten. Dann hätte ich mich dann noch mehr konzentrieren müssen. Ja, das Problem ist, ich war von der IAF geladen, weil sie hat ein paar Trainer eingeladen im Oktober, auch um Regeländerungen zu diskutieren. Sie wollte eine fachliche Meinung haben. Man kriegt dann schon mit, dass, und das, und da bin ich auch ganz nah, ich muss nicht alles unterschreiben, was ein Weltverband macht, weit gefehlt, aber die IAF muss natürlich schon bemüht sein, wenn sie wirklich um unsere Sportart kämpfen will, dass wir olympisch bleiben. Dazu gehören jetzt nicht nur Einschaltquoten. Die andere Seite ist auch, dass wir eine Transparenz haben und uns nicht abkapseln zu einer europäischen oder nur in Europa dominierten Sportart zu werden. Also man muss schon von Zeit zu Zeit wohl bedacht mit Sicherheit diese Events auch weltweit irgendwo vergeben. So, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Sie haben jetzt mit sicherlich einem Land angefangen und nach längerer Pause, 2005 war Tunesien, 10 Jahre später
wieder mal, dass zumindest der ganz große Rahmen, Hallen, Bedingungen so sind, wie sie auch erwartet werden können. Da würde ich jetzt persönlich tatsächlich der IAF gar keinen Vorwurf draus stricken. Okay. Das sähe jetzt anders aus, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, wohin gehen würden. Ich denke schon, das ist ja auch das Bestreben, wir haben die Qualifikation, wie du eben gesagt hast, ja jetzt geschafft. Das heißt, wir dürfen an den Qualifikationsturnieren für Olympia teilnehmen. Ja. Wo die stattfinden werden, das steht auch noch in den Sternen. Ja. Ich weiß um die Bemühungen des Präsidenten, sie auch nicht mehr nur in Europa zu platzieren, sondern auch international. Ganz ehrlich, da können wir auch nichts gegen sagen. Wir müssen viele Anstrengungen auch akzeptieren, unternehmen, damit wir Handball olympisch halten, damit wir um mehr Mitglieder kämpfen, um das weltweit zu haben. Also da müssen wir vielleicht auch leben, dass wir hier vielleicht sogar Bronze gewinnen und ich dann irgendwann weiß, dass ich in Argentinien die Quali-Gruppe zu spielen habe. Das wird ungemütlich. Vielleicht mit Deutschland. Das wird dann ungemütlich. Aber zurück zum Katar. Nun hat der Gastgeber tatsächlich das Finale erreicht. Und wie wir natürlich auch wissen, das sind nicht nur Gerüchte, sind mit sehr viel Geld. Ist es Fluch oder Segen für unsere Sportart? Oder kann es Fluch oder ein Segen sogar sein, im Hinblick, wenn die Jungs ja mit relativ viel Geld, das muss man ja ganz ehrlich auch so sagen, Gefallen an dieser Sportart finden? Wie ist da deine persönliche Meinung? Bist du da auch hin und her gerissen oder hast du eine ganz klare Meinung dazu? Also ich erwarte jetzt nicht tatsächlich irgendeinen Handballboom, der hier entfacht wird. Okay. Also das kann ich sogar belegen. Ich habe 2012 hier referiert auf dem Symposium, auch jetzt, letzte Woche, vor zwei Wochen am Anfang dieser Weltmeisterschaft beim IAF-Symposium wieder referiert. Meine Demo-Mannschaften waren U19 2012 und U17 jetzt. Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig vom Leistungsniveau, das ist schwierig von der Mentalität her, von der Motivation trainieren zu wollen. Ich erwarte jetzt nicht, nachdem die WM hier vorbei war, ich glaube, das ist auch nicht die Zielsetzung. Die IAF hat aber wieder gezeigt, sie ist weltweit unterwegs. Ich glaube, was das Land dann daraus macht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also da habe ich eher Bedenken. Zu dem anderen, das ist schwierig. Ich habe alle Spiele der Kataris gesehen. Ich war dann vorgestern Abend endlich glücklich, wo ich gemeint habe, das System hinter der ganzen Vorgehensweise zu erkennen. Weil am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, sitzt man so vor den DVDs und denkt, oh Gott, also, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Nee, also Herr Rivera hat schon ein ganz simples und doch sehr effizientes System aufgebaut, kann dann noch alternativ reagieren und natürlich mit überragenden Torhüterleistungen, weniger einer guten Deckungsleistung, aber überragenden Torhüterleistungen und einen sehr vielfältig angelegten spanischen Spiel vorne und sehr viel Disziplin muss ich einfach als Kollege anerkennen, in dem kurzen Zeitraum und so aus so vielen Nationalitäten diese Bahn dahin gekriegt zu haben, nötigt mir Respekt ab. Dass die Zukunft des Welthandballs aber auch nicht sein kann, dass man seine Nationalmannschaften zusammenkauft, da sind wir uns einig. Das steht außer Frage. Aber du weißt auch, dass das nicht unsere Ebene ist. Da müssen andere Leute sich hinsetzen. Ich glaube auch, dass man nach dem, was alles jetzt hier passiert ist, vielleicht mussten auch mal kritische Stimmen kommen, dass sich da die entsprechenden Funktionäre zusammensetzen. Ich erwarte da auch einfach Veränderungen. Aber jeder legt es ja auch ganz gerne. Was mich jetzt so dabei gestört hat, eigentlich in den letzten Tagen, ist so mit dem Finger in eine Richtung zeigen und zu vergessen, dass andere Nationalitäten ja eigentlich auch sich dieser Sache vielleicht nicht in der extremen Konzentration und auch nicht ausschließlich mit diesem wirtschaftlichen Hintergrund, aber eigentlich die gleiche Verfahren an den Tag gelegt haben. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Und was mich dann on top richtig aufgeregt hat, ist wieder die Diskussion um Rojewski, weil die ist so weit weg von dieser eigentlichen Thematik.
der ist in Polen geboren und hat beide Pässe. Da war gar nichts nötig. Naja, gut, gar wir haben das in Deutschland auch mit Wilicki, ja, Klimowitz. Ich sag es gibt ja auch viele Beispiele. Ja, über die Fußballnationalmannschaft ganz zu schweigen. Ja. Aber das ist eine Doppelmoral, die auch gerade in Deutschland läuft. Man schießt sich da auch in Stammtischgesprächen oder im Stammtischton auch irgendwie ein. Ja. Alles gekauft, Schiedsrichter bescheißen und so weiter und so fort. Wenn man die WM 2007 in Deutschland sich anguckt, du warst dabei, auch dort ein umstrittenes Viertelfinale gegen Spanien, nicht ganz einfache Entscheidung gegen Frankreich. Natürlich sind jetzt wir davon betroffen und es sind auch nicht alles super Entscheidungen und ich gehe zum Beispiel auch nicht konform damit, dass vom Viertelfinale, Halbfinale, Finale an eine Balkanschiene gefahren wird, an Ansetzungen. Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich, ja. Da hätte man vielleicht auch mal ein skandinavisches Schiedsrichterpaar oder vielleicht sogar Geipel-Helbig pfeifen lassen können. Da ist schon ein kleiner Fahrerbeigeschmack ein bisschen dabei. Ja, in der Analyse, du hast recht, in der Analyse ist tatsächlich so, seit 2005, da geht es natürlich auch immer tatsächlich um die Darstellung der Sportart Handball, sind eigentlich, glaube ich, Kinder ist vorzeitig als Gastgeber ausgeschieden. Ja, das ist immer so eine Sache bei dem Modus. Fliegt hier der Gastgeber im Achtelfinale raus, interessiert sich dann gar keiner mehr für. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich in Deutschland so ein bisschen vergessen, weil im Viertelfinale vielleicht auch ein bisschen im Halbfinale passiert ist. Das heißt nicht, dass wir nicht zu Recht Weltmeister 2007, das stelle ich nicht in Frage, das ist doch gar kein Thema. Aber das ist immer so und unsere Sportart ist nun mal fehlerbehaftet, das heißt, man gewinnt Spiele auch mit einem gewissen Prozentsatz über 50, vielleicht an die 60%, die reichen. Das heißt, man hat auf der anderen Seite 40% Fehler, die man machen kann. Wir haben gestern auch viele Fehler gemacht. Und dann ist immer die Frage, warum machen meine Spieler den Fehler? Und das lässt natürlich eine riesen Bandbreite auch an Diskussionen zu. Und da werden die meiner Meinung auch weiterhin sehr unterschiedlich sein. Und jeder wird da so seine Wahrheit finden. Ich gebe dir recht, dass das offensichtlich ist, dass immer so ein bisschen dafür gesorgt wird, dass der Veranstalter schon noch lange genug im Turnier bleiben muss vielleicht. Das ist eine große Diskussion natürlich. Ich meine, du wirst gestern auch sicherlich nicht mit der Schiedsrichterleistung hundertprozentig zufrieden gewesen sein. Aber leider ist es in unserem Sport halt so, dass die Regularien oder die Regeln das hergeben, dass die Schiedsrichter eben Einfluss nehmen können. Ja? Ja. Und sie machen es hier nicht offensichtlich, sodass es krasse Fehlentscheidungen sind, aber sie machen es halt irgendwie so, dass der Kenner es schon mitkriegt, aber es jetzt nicht so ist, dass ihr habt, glaube ich, eine ganz krasse Fehlentscheidung gestern gehabt. Das war kurz vor Schluss, aber es gibt immer so kleine Sachen. Da würden wir schon wieder unterschiedlicher Meinung sein. Du hast noch mehr krasse Fehlentscheidungen gesehen? Also gut, du hast es aber ist doch okay. Es ist für mich in Ordnung. Ich bin völlig entspannt. Also. Das ist schön. Lass uns am Ende noch mal über deine persönliche Lebensplanung reden, Biegel. Du bist jetzt Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Immer wieder kursiert in Deutschland das Gerücht HSV. Was ist da los? Wie du ganz am Anfang treffend gesagt hast, stehe ich morgen vor einem Spiel um die Bronze. Oh, jetzt hör mal auf. Du möchtest mich doch jetzt nicht der Unseriosität preisgeben. Nein, ich habe auch allen anderen Journalisten, die diese Anfragen natürlich jetzt während des Turniers auch gestellt haben, darauf verwiesen, dass sie doch bitte warten müssen bis nach der WM. Ich halte das wirklich für unseriös. Das macht sich auch keiner eine Vorstellung, wenn man als Trainer so im Kopf hat, ich schlafe hier überhaupt nicht mehr durch, das geht anderthalb Stunden, dann ist man wieder da, dann überlegt man noch, dann guckt man noch in seine Aufzeichnung. Manchmal macht man nachts nochmal das Spiel an. Da ist kein Platz für irgendwas anderes. Ich glaube definitiv sagen zu können, dass ich über 16 nicht dieses Amt in Polen weiterführen werde. Also das steht fast fest. Ich möchte Gesprächen mit dem Präsidenten nicht vorgreifen, die noch zu führen sind, aber die Tendenz ist tatsächlich so, dass ich sehr viel in Bewegung bin, mir mein Leben ein bisschen anders gestalten möchte, auch ein bisschen zentrierter an meinem wirklich zu Hause, was ich mit allem verteidige, was ich habe, weil ich zwei tolle Mädels habe. Die Kleine wird jetzt im Sommer in die Schule gehen. Ich glaube, es tut dann ganz gut, mehr Präsenz auch zu haben. Deswegen überlegt man hört sich vieles an, auf einen kommt vieles zu. Es ist aber auch so, dass ich aufgrund meiner Referententätigkeit auch Anfragen tatsächlich noch wieder für andere Nationalitäten habe. Aber ich
ich glaube, ich zentriere mich bald mal wieder nach Hause. Ja, das könnte sein. Ja. Also abgesehen davon, dass du privat natürlich auch deinen Mittelpunkt in Deutschland hast, immer noch in der Nähe von Großwaldstadt mit deiner Familie, dich dort sehr wohl fühlst, bist du auch ein sehr, sehr kreativer Trainer. Ich weiß es, dass du viele DVDs produzierst, viel für Handballtraining produzierst. Ist das eventuell natürlich auch etwas, du hältst viele Vorlesungen, viele Vorträge, was du ausbauen möchtest noch in Zukunft? Den anderen Trainern etwas mitzugeben, etwas zu vermitteln, ja, dort aktiver zu sein? Also definitiv, ja. Also inwieweit das ausbauen ist, da habe ich schon so einen kleinen Testballon am Laufen im Moment. Ich kümmere mich tatsächlich um ein paar junge Trainer, berate die mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Akribie und mit sehr viel Spaß. Das hat mit einer Wirtschaftlichkeit gar nichts zu tun. Das macht einfach so viel Laune zu sehen, weil ich auch weiß, was mir gefehlt hat in den ersten Jahren, wo ich gerne mal jemanden hätte drüber ausquetschen können. Ich hatte fantastische Cheftrainer. Mein Werdegang sieht Gott sei Dank vor, dass ich 12,5 Jahre für wirklich exzellente deutsche Trainer habe arbeiten dürfen, die mir auch sehr viel Freiraum zur Entwicklung gegeben haben. Du weißt selber, dass wir bei Heiner immer selbstständig trainiert haben, wenn es dann auch immer nur mit den Außen- und Torhütern war, aber man entwickelt sich. Aber ich weiß und vergesse auch nicht, wie es ist, dass man erstmal die ersten 5 Jahre froh ist, dass der ganze Laden läuft, ohne jetzt ganz spezifisch auch mit Einzelansagen, Korrekturen und sowas in den Trainingsprozess arbeiten zu können. Das ist ein Werdegang, da kann man vielen jungen Kollegen helfen, das mache ich sehr, sehr gerne. Die Sachen mit den DVDs sind einfach Anfragen nach neuen Trainingsmethodiken, die ich so, ich will das Training wie immer, um so diese Stefan Kretschmers, die jetzt kommen, in Zukunft auch für ein Training zu motivieren, muss man sich was einfallen lassen, da kann man nicht so hausbacken um die Ecke kommen. Und das versuche ich halt und ja, irgendwann werde ich mit Sicherheit nicht mehr so die Spiele unbedingt an der Bank verfolgen müssen. Ich bin jetzt 53 und also, nee, das wird nicht mehr so lange gehen und deswegen versucht man schon andere Wege zu finden, ja, stimmt. Mir würde da natürlich was fehlen, Michael Biegler nicht mehr an der Bank sehen zu können, aber das dauert ja vermutlich noch ein paar Jahre. Dir ganz viel Erfolg für morgen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Spanien wird natürlich nicht einfach, aber das Bronzemedaille wäre natürlich schon nochmal geil, kurz vor der EM im eigenen Land. Wir sehen uns ja dann bei der EM, darauf freue ich mich auch, nach 2,5 Wochen Katar. Weiß man zwar gewisse Sachen wie Wetter und Hotels und sowas zu schätzen, aber so ein bisschen mehr Atmosphäre wäre auch geil. Das erwartet uns dann sicherlich bei der EM in Polen. Und eine endgültige Einschätzung zu diesem Turnier machen wir morgen nach dem Finale bei Kretschers Tagebuch, letzter Teil. Tschüss für heute.